Jugend beteiligen jetzt für die Praxis digitaler Partizipation. Und wie funktioniert das nun konkret in der kommunalen Jugendarbeit? Ob bei der Nutzung städtischer Freiflächen oder bei der Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung des Miteinanders, Jugendliche wollen Gehör finden, mitbestimmen und an Entscheidungen zur Gestaltung ihres unmittelbaren Umfeldes aktiv mitwirken. Die Auswahl an Methoden, um Jugendbeteiligungsprozesse zu fördern, ist vielfältig. Keine Frage, dass dabei an digitalen Technologien kaum ein Weg vorbeiführt. Die Online-Welt bildet im alltäglichen Leben von Jugendlichen einen wichtigen und vertrauten Raum. Digitale Medien können Beteiligungsprozesse sinnvoll unterstützen, denn sie machen sie für junge Leute häufig niedrigschwelliger und leichter durchführbar. Außerdem kann man sich online unabhängig von Ort und Zeit mit Jugendlichen austauschen und mit ihnen gemeinsam Ideen entwickeln. Das heißt also, um eine lebendige Beteiligungskultur im Alltag von Jugendlichen zu verankern, spielen digitale Medien eine große Rolle. Warum also nicht den Methodenkoffer um hilfreiche Tools erweitern? Sie sind in der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt und begleiten Jugendbeteiligungsprozesse? Wollen Sie Ihre praktische Arbeit digitaler ausrichten? Die Webvideoreihe von Jugend beteiligen jetzt beantwortet Ihre Fragen aus einer praktischen Perspektive. In mehreren Folgen kommen Fachkräfte zu Wort, um mit Ihnen zentrale Probleme und Stolpersteine in digitalen Jugendbeteiligungsprozessen aus dem Weg zu räumen. Mit hilfreichen Praxistipps zeigen die Videoclips, wie Unsicherheiten mit digitalen Medien überwunden werden und wie für deren Einsatz begeistert werden kann. Alle reden von WhatsApp und es wird auch oft eingesetzt. Doch viele sind unsicher, ob sie es wirklich nutzen sollen oder ob es nicht doch Alternativen gibt. Erfahren Sie von ausgewiesenen Fachleuten, welche Kommunikationswege sinnvoll und erprobt sind und wie Sie digitale Medien einsetzen können, um Jugendliche bestmöglich einzubinden. Sie suchen nach den passenden methodischen Werkzeugen für Ihr digitales Jugendbeteiligungsprojekt? Erhalten Sie einen Überblick zu hilfreichen Tools für Ihren Methodenkoffer. Auch rechtliche Aspekte digitaler Jugendbeteiligung werden thematisiert, denn Gesetze vermitteln nicht nur Verbote und No-Gos. Die Webvideoreihe gibt Ihnen hilfreiche Tipps, wie Sie durch den Gesetzesdschungel navigieren können. Und was ist mit dem Datenschutz? Erfahren Sie, wie Sie Ihre und die Daten Ihrer Jugendlichen in digitalen Beteiligungsprozessen wirkungsvoll schützen können. Die Webvideoreihe vermittelt Ihnen zudem hilfreiche Tipps, Argumentationshilfen, Best-Practice-Beispiele und Links für erfolgreiche digitale Jugendbeteiligungsprojekte. Sie haben den Überblick verloren? Mit der interaktiven Navigation klicken Sie sich schnell zum Thema Ihrer Wahl mit den passenden Antworten auf Ihre Fragen. Noch nicht genug Infos? Auf der Webseite jugend.beteiligen.jetzt finden Sie weiteres umfangreiches Material für Ihre praktische Arbeit.